Guten Tag, hier spricht wieder euer Pädagogin. Wir spielen jetzt gegen Darmstadt 98 und sagen wir mal, ob wir jetzt endlich gewinnen wieder. Nach der einen Niederlage. So, eigentlich war es eine Niederlage, einen Punkt geholt, aber es war eigentlich eine Niederlage von uns. Leider war es ein Mädel, das finde so ein bisschen nervig, aber naja. Es war eine Niederlage, Leute. War eine Niederlage, leider. So, machen wir mal weiter. Spielen wir gegen Darmstadt 98. Allein mal gegen die jetzt verlieren, Leute. Danke. Wenn wir jetzt gegen Darmstadt verlieren, dann können wir dann ziehen wir oder wieder einen Punkt holen. Aber Darmstadt spielt auch nicht schlecht. Alle, ich verstehe aber zur Zeit nicht, dass man so schlechte Bälle Torschüsse macht. Das verstehe ich jetzt nicht, Leute. Wir spielen eigentlich kein schlechtes Spiel, aber wir kriegen einmal die Torschüsse. Was war denn das wieder? Es war doch wieder nichts, Regie, ah je. Ah, es geht doch wieder. Es geht doch wieder. Alter, wenn wir das nicht gewonnen, ein Tor geschossen hätten, dann hätte die Liga, könnten wir aufhören, die zu spielen, Leute. Wenn wir das Spiel verloren hätten, oder ach so gespielt hätten gegen Audi.
Nein, und weiter, immer Druck haben. Augsburg spielen, da war nicht schlecht. Augsburg ist auch gut, das Spiel in Darmstadt. Wenn wir Darmstadt so spielen, wenn Augsburg, wenn Augsburg macht, gewinnen müssen. Aber wir haben einfach die Tore nicht gemacht, was man jetzt eigentlich. Deine Tor gemacht. Ja, und jetzt macht Levi sein zweites Tor, Leute. Lewandowski macht sein zweites Tor in den Sieg. Und er geht jetzt auf München. Auf Müller, wo sitzt er? Hinter Müller. Und jetzt geht Raffine nach vorne. Und jetzt geht's. Hopp, oh, was macht denn Lewandowski durch? Aber was hat denn Lewandowski in, er muss ihn schon in den Sturm und nicht in den Rundball. Drei Null und es macht Müller, es Müller wieder. Es müllert wieder, Leute. Und Costa geht wieder in die Flügelposition. Bayern für 3-1, 3-0, das heißt, das Spiel ist so gut wie besiegt. So Leute, ich werde mal gleich sozusagen, tun wir mal sozusagen, Robben und Lahm ausschmeißen, sozusagen. Die könnt ihr jetzt ein bisschen ausruhen. Das Spiel könnt ihr jetzt ein bisschen ausruhen, Leute. Robben und Ribéry kommen jetzt, lassen sich jetzt die zeigen. Es wird ein bisschen, wir wissen, die Saison ist noch lang.
Und wir brauchen Costa und Lahm brauchen wir. Und Fuang Guibari, Fuang, Fuang. Der Fuang Guibari. Boah, hätte fast ein Tor geschossen, das Fuang Guibari. Oh man, schönes Spiel, Leute. Und Ribéry und Robben wollen das Team ins Ziel. Oh, Lewandowski, volle Lotte, auf dem Parkplatz. Und Fuang Guibari rennt wieder, er zeigt wieder, er will ins Ziel. Aber zur Zeit ist er nur zweite Wahl, Leute. Leider. Aber auch nicht zweite Wahl, Braum Robben ist das gleiche. Ah, fast gekriegt. Hoppen. Komm, Müller, komm hoch. Hoffentlich hat er sich verletzt. Ah, geht doch. Das Spiel geht hin. Darmstadt weiß. Dieses Spiel dürfen sie verlieren. So Leute, jetzt kriegt noch Alonso seine Pause. Jetzt kriegt Alonso noch seine Pause. So, mal gucken. Philipp, ihn will ich noch ein bisschen. Ihn und Kimmich, ich weiß nicht, welcher ich da habe. Na, Kimmich. Aber ich bin ruhig, weil Darmstadt hat fast eine gute Chance. Ah, oh, Müller wollte schön machen.
Boah, Alter, das war jetzt scheiße. Blöd von mir, Leute. Das Tor hätten wir zahlen müssen. Bayerns zweite Gegentor. Boah, Alter, keiner rangegangen. Er ist Müller wieder. Und es robbt wieder, Leute. Einwurf für den FCB. Spiel rum und dann hat Bayern ihren nächsten Sieg. Darmstadt kommt noch ein bisschen. Oh, Alter, wenn wir so durchkommen werden. Bayern gewinnt nächstes Spiel. Hier im Darmstadter Stadion. Junge, hier geht's wieder los, Leute. Gutes Spiel. Hat Ballbesitz, immer nicht viel, aber mehr gut. Oh ja, das ist ein hart schönes Spiel gewesen, oder Leute? Macht Spaß, bitte. So Leute, jetzt tun wir wieder neu trainieren. Müller kriegt wieder die Chance, bald, mit dem Passwort macht er das. So, dann kriegt Costa noch ein bisschen Timing vom Pass, kriegt er noch ein bisschen. Lahm kriegt mal Schusstraining, So, er kriegt wieder ein bisschen Tempo, dass er ein bisschen Tempo kriegt. Und dann machen wir noch ihn noch ein bisschen, bauen wir ihn noch ein bisschen aus. 1 gegen 1. So. Jetzt tun wir alle wieder simulieren und schauen mal, was da besser wird.
So, jetzt gehen wir wieder ein bisschen mit der Vorspiele. So, gucken wir den neuen Spiel an. Zurzeit noch nicht so das Ding. Aber es wird schon. Aber ich denke, Leute, das nächste Spiel gegen Wolfsburg spielen wir erst im nächsten Semester. Euer Peter Game. Tschüss, bis dann und Peachy.